YouTube sagte, das kann ich ja auch mal aufnehmen, was jetzt passiert. Also mache ich das natürlich auch, da hat er ja auch recht. Irgendwo hat er ja recht. Ab und zu hat er auch mal recht, der Muted. Nicht wahr? Jo. Jo. Weil, jetzt, was ist jetzt? Gothic Multiplayer, keine Rückmeldung. Aha. Weil jetzt soll es eine Schulung geben über Minecrawler. Und ich habe ein Schwert. Liegen hier Äste und Seraphis? Cool. Wir setzen uns erstmal hin. Und ich trinke erstmal einen Schluck. Ich sage wieder, dass ich da bin. Ich habe ein Haar am Mikrofon. So, was ist denn jetzt? Muted? Ja. Slash me wirft Kalymph einen Keks zu. Nice. Ich hol mir gleich mal. Ach nee, ich bekomme jetzt Oreos von dir. Was willst du? Ein Keks habe ich dir zugeworfen, kein Oreo. Oreo-Kekse, yo. Nein, ich habe hier so eine so Prinzenrolle im Billig hier. Mal ein. Oh, die sind lecker. Mhm. Irgendwie bin ich müde. Ich weiß nicht warum. Das sind nur 3 Stunden, bis ich meinen Teacher abhole. Hm? Was? In 3 Stunden kann ich erst meinen Teacher abholen. Nicht mal 3 Stunden, nur 17 Minuten. In 3 Stunden ist es 23.42 Uhr, mein Freund. Ja, das sind noch 3 Stunden 17 Minuten, laut meiner Uhr. Mhm. Oh, ich muss mich weiter vorsetzen. Hörst du nichts? Mhm, fast nichts. Willkommen bei einem Unterricht über das Leben der Crawler und deren Bekämpfung. Oh. Oh. Wenn ihr dazwischen redet, ohne aufgefordert worden zu sein, bekommt ihr meine Axt in den Arsch geschoben. Ich sag nix, hä? Schöne Einleitung. Ja, das ist aber nett. Wer ist dieser Rama? Ja, so haben meine Lehrer auch immer angefangen in der Schule. Wer ist dieser Rama eigentlich? Also wir kennen ihn natürlich nicht in Game. Wir wissen gar nicht, wer das ist, aber er scheint auf jeden Fall ein hohes Tier zu sein. Da hat er auch eine schöne Axt in der Hand. Also hinten auf Rücken. Jo. Also, fangen wir dann mal an. Deute zum Boden. Da wir keine Zeit hatten, einen Crawler zu beschaffen und hier in der Mine unser Bautrupp zu gut ist, in Löcher zu machen. Ja, das ist natürlich, ne? Ein Teufelskreis, meine Damen und Herren. Ja. Haben wir hier einen spontanen Exemplar vom Crawler gemacht? Einer, der noch nie einen Crawler gesehen hat. Wir waren, na gut. Slash me meldet sich. Wir waren zwar Jäger, ne? Aber in Minen hatten wir natürlich nichts zu suchen. Nö, was sollen wir denn auch in Minen suchen? Okay. Keine Kammerjäger. Verstehst du denn was? Ne? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Also ich werde, wenn es mir die Zeit erlaubt, irgendwann einen Kadaver in die Mine anschleppen, damit es jeder mal gesehen hat. Ich muss mich hinstellen hier, das ist scheiße. Stand.
English Guard. So. Für das erste soll das hier reichen. Die Seraphis sind der Körper. Stand. Diese zwei sind der Kopf. Der Rest klärt sich von allein. Klingel! Ah, es hat geklingelt. Ja, das habe ich gehört. Guard. So. Was ist jetzt hier? Also die ersten zwei da oben sind anscheinend der Kopf, sagt er. Und dann der Körper. Fünf Punkte, die man über Crawler wissen muss. Fangen wir mit Punkt 1 an. Das Aussehen. Er gibt sich halt auch wirklich Mühe, ne? Das ist richtig geil. Na, das Aussehen. Wird auf jeden Fall ein langer Text. Suspekt auf die Dinger am Boden. Die Viecher haben 6 dünne Beine und aber benötigen nur 4 fürs Laufen. Deutet auf die 4 Äste vor ihm. Ah, jetzt habe ich das verstanden hier, alles klar. Die zwei, die dort einzeln liegen, das ist der Kopf und der Rest ist der Körper und die 4 Äste, die hier so nach vorne strecken, das sind die Beine. Dann sind da vorne die zwei Dinger, die Fühler, womit sie angreifen können. Haben sie echt Mühe gegeben, das muss man mal sagen, ne? Also, nicht schlecht. Die vorderen zwei brauchen die fürs Arbeiten, Graben, Tragen, sich was in die Fresse schieben und auch damit anzugreifen. Deutet auf die anderen zwei. Die ganz vorne. Diese zwei schwarzen Punkte, da wo jetzt steht, das ist der Kopf mit den zwei Beinen. Diese Steine hier sind die Zange, mit denen sie ihre Beute festhalten. Ah, okay. Was schreiben die denn da? Ist ja alle PMs schreiben, ne? Die erklären das echt, also ich finde das klasse. Das dauert ja bestimmt dann noch eine halbe Stunde, bis der hier fertig ist. Ich finde das cool. Ja, das ist ganz interessant, auf jeden Fall. Während das messerscharfe Maul das Fleisch zerkleinert, um es runterzuschlucken, zu ermöglichen, sieht durch die Reihen. Soweit klar. Klar. Nicht, sondern nickt. Ach so, die Steine hier sind die Zangen, mit denen sie ihre Beute festhalten, während das messerscharfe Maul das Fleisch zerkleinert. Aha. Er gibt sich echt Mühe, ne? Mordnackt. Nackt? Mordnackt. Alles klar. Mugella hat die Verbindung zum Server verloren. Mugella.
Lacht man nicht, das ist Ehrenveteran. Ja, natürlich, natürlich. Entschuldigung. Deren Körper, deutet zu den Seraphis, die vor ihm liegen, ist von einer Schicht aus Platten übersät. Dass es schwer macht, es zu treffen, wahrscheinlich. Töten. Nehme ich jetzt mal an. Ne, dass er das, ne? Töten? Meinst du töten? Meinst du, er sagt töten? Ja. Treffen macht denn doch gar keinen Sinn dann. Weil wenn er Platten hat, befehle ich ihn deswegen doch nicht. Na klar. Durchzudringen. Durchdringen. Genau wie bei der ersten Nacht mit einer Jungfrau im Bett. Grinst. Slash. Grinst. Ja, da bluten sie gelb. Oh Mann. Oh Mann. Jungfrau blutet und ich gelb. Runzel die Stirn bei Kumbas Aussage. Ich habe Kumbas Aussage leider nicht gelesen. Jungfrau und Bluten doch nicht gelb, hat Kumba gesagt. Achso, ja, das ist weit weg, das sehe ich. Das sehe ich leider nicht. Weil, bei dir regnet es auch, ja? Ja, und zwar richtig. Bei mir regnet es richtig. Ah, was hat er geschrieben? Da sind weniger Angriffsflächen. Was? Da sind weniger Angriffsflächen in Sicht. Und da kann man nur mit sehr starken Klingen durchdrungen werden. Oder gezielte Schläge auf die Gelenke, deutet auf die Äste. Natürlich. Natürlich. So, was schreibt er hier? Am besten hinter den Kopf, deutet an den Seraphis rechts von ihm. So, so. Das ist natürlich hinterm Kopf, das ist glaube ich jedes Lebewesen verwundbar, wa? Hätte ich jetzt mal so gesagt. So pro forma. Also. Ja, muss ja, weil wenn da irgendeine dicke Zerrung wäre, dann kann man den Kopf ja nicht mehr bewegen. Ja. Nun kommen wir zu den Augen, Alter. Er ist immer noch bei Punkt 1 von 5, ne? Möchte ich mal sagen. Oh. Er ist immer noch bei Punkt 1 von 5. Alter, ich hab mal Augen seziert. Das war krass. Jutet? Ja. Du bist eklig. Und wir haben mal Gehirne seziert, das war noch viel witziger. Hat Kuppel auszusehen, die Hirnhaut abgezogen. Oh Gott. Und das gibt dem Gehirn die Form. Und am Ende hatten wir einfach ist es auseinandergelaufen oder was? Matsche. Oh Mann. Bitte? Ist es auseinandergelaufen, ja? Ja. Ja, lachst alle. Ja, ich komme zu so unserer Lehrerin. Upsi. Ich habe es kaputt gemacht. Und es tropft so richtig aus. So, hier. Das wird sehr empfindlich. Wie die Gefühle unserer lieben Weiber. Daher suchen sie das Dunkle und trauen sich nur nachts aus ihren Höhlen. Wahrscheinlich würde er jetzt schreiben. Ja, ganz vergessen, hier in den Chat zu outpoppen, dass ich von euch hier irgendwas lesen kann. Hallo. So, Moment, geht hier gleich weiter. So, was schreibt er?
Kommen nur nachts aus ihren gegrabenen Höhlen raus. Sie scheuen das Licht, gehen deswegen nur bei Bedrohung aus ihrer Höhle raus. Hey, das könnte doch auch deine Alte sein, die er beschreibt. Psst, Ruhe! In dem Fall, wenn ihr Schürfer deren Höhlen ausgraben... Was? Beim Schürfen, was soll? Nein. Soweit ist das ja alles klar. Schüttel den Kopf. No way. No way, hat er gesagt. No way oder nö? So. Und wie bemerke ich sie? Höre ich sie durchs Gestein? Oh, Mutant hat eine ganz wichtige Frage. Ja? Ist wirklich wichtig. Mutant, wie kommst du denn darauf? Ich habe auch übrigens, gerade im Übrigen, ich bin gerade bei mir auf dem Kanal, bin so rausgetappt, weil hier gerade eh nicht viel passiert. Ich habe die 2000 Aufrufe geknackt. Oh, nice. It's safe. Ja, danke. Ja, ich bin ja. Sieh zu Nick, meine reizende Assistentin wird euch diese Folge beantworten. Alter, weißt du, wie lange das hier noch dauert, ja? Krieg ich wahrscheinlich zwei Folgen mit. Strafkolonie. Ich nehme hier einfach noch ein paar Folgenbeschriften. Ne? Läuft. Morgen ist Donnerstag, ne? Ja. Merkbar machen. Ja, gute Frage. Mutant, du hast eine gute Frage gestellt. Ja. Ich will auch im Appell mitmachen. Was willst du machen? So im RP interagieren lassen. Mhm. Schon klar. Sobald man es scharren hört, hat man vielleicht noch 15 Minuten abzuhauen, sagt er. Sind sie durch unseren massiven Felsen gebrochen? Nehme ich an. Wollte er sagen. Klopf, klopf, wir sind da. Oftmals kommen dann erst mal die Arbeiter, die gegraben haben, raus, dann direkt gefolgt die Krieger. Aha. Siehst du?
Erst kommen die Arbeiter und dann kommen die, die graben. Das hier geht eine Folge nur 11 Minuten. Was ist da los? Okay. Gut, machen wir weiter, sagt er. Jetzt muss ich mal. Ihre Kultur. Jetzt geht's los, Mütet. Oh yeah. Gut, ich war im Biologie-Leistungskurs. Ich hätte sowas schon, weißt du, weil das sind Tiere und so. Mhm. YouTube sagt mir, dass hier eine Aufnahme nur 11 Minuten lang ist, ne? Aber ich habe in der ganzen Twitch... Ja, ein bisschen schon. Ich habe aber in der ganzen Twitch-History... keine Aufnahme, die nur 11 Minuten lang ist. Die eine hier, die ist gerade sowieso live. 1, 2, 3, 4. 4. Wer weiß. Die ist angeblich nur 11 Minuten lang. Sagt er. Die ähneln sich uns in gewisser Weise, sind Fieslinge, Bienchen verteidigen ihre Revier. Fleißige Bienchen, du. Ach, Bienchen! Bienchen hab ich gelesen. Fleißige Bienchen, nicht fissige Bienchen. Ich hab Fieslinge. Verteidigen ihre Revier und sammeln ja Sachen. Fieslinge. Diese hier deutet auf den Crawler, ist ein normaler Crawler, ein Arbeiter. So, so, so. Oh lol. Das ist ja hier. Hä? Dieses 11-Minuten-Video ist das, was ich gerade streame, Mann. Wie geht das denn? Löschen. Ja, nein. Hatte ich nur 3 Stück gemacht hier? 23, 17, 21, 6 ist das erste. So, und der Arbeiter würde unser fleißigen Schürfer in der freien Mine darstellen, sieht zu den Schürfern rüber und grinst. Hehehe. Gehen wir mal kurz. Der hat gesagt, er geht mal kurz kotzen. Ja, ich habe anscheinend jetzt noch 1, 2, 3, 3. Dann gibt es noch den Kriegercrawler. Zäh, kräftig und größer gebaut und dann und haben anstelle der Vorderbeine 2 riesige Scheren. So, so, Leute. Royce wurde in die Kolonie geworfen. So, die Krieger, die stellen die gut aussehenden, kampferfahrenen Söldner da, die das Lager, Magier und Schürfer beschützen. Slash me grinst. Ja, das war nicht schlecht. Das war jetzt schon witzig, das muss man ihm mal lassen, das hat er gut gemacht. Allerletzt haben alle diese Arten eine Mami, von mir aus eine Königin, die dieser Viecher zur Welt bringt und das ganze Tunnelreich regiert.
Eine Mami. Das hat er schön gesagt. Muss ich sagen, das hat mir gefallen. Ja, das war witzig. Ja, das ging schon, ne? Glaubst du, die waren hier wirklich gegen eine Crawler-Königin kämpfen? Gibt es überhaupt in dieser Version? Ich habe keine Ahnung. Erzähl uns mal von deren Aussehen. Soll uns einer von dem Aussehen der Königin erzählen? Würde mal interessieren, ob er überhaupt weiß, wie die Königin aussieht. Gibt es mittlerweile Schnapsfässer in der Mine als Verteidigung? 3 Mann groß! Oha! Hast du sie noch nicht gesehen in der Story, doch, oder? Ich hab keine Ahnung, ich glaube, wenn, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Die sind übel eklig, man. Echt? Der Körper sieht etwas anders aus, weniger Platten und ein Riesenschlauch, so eine Haube oder so. Mehr wie ein Schlauch. Mehr wie ein Riesenschlauch, ja, ist ja gut. Mann, 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 Mann. Hat aber auch 2 Vorderbeine, mit der sie im nahen Bereich alles aufschließen können. Ja, da muss man natürlich aufpassen, ne? Schnappt er noch? Na, was schreibt er noch? Er schreibt noch irgendwas, ich sehe das ganz genau. Wie brav hier halt auch alle sitzen und stehen, ne? Nur gut, dass ich heute schon Erz abgegeben habe, wa? Aber ich habe noch nichts geschürft. Scheiße! Oh Mann, muted. Willkommen im Verzug, ne? Jupp. Naja, und wichtig ist auch, dass sie Säure spucken kann. Oha. Odrin kann euch da eine tolle Geschichte erzählen. Ja, das ist allerdings richtig. Deshalb hat er nämlich auch eine Augenklappe. Verzieht kurz das Gesicht. Das nicht gerade wenig und sehr weit. Ja, das hat er erzählt. Das hat der gute Odrin erzählt. So, wie es hier aber weitergeht.